Herr Grüter, Sie haben zusammen mit dem Bundespräsident Gassi das Grenzgebiet zu der Ukraine, konkret Polen und Moldawien, besucht. Welche Zustände und Situationen haben Sie dort getroffen? Ja, es waren zwei bewegte Tage. Wir sind direkt an der Grenze, dort, wo Flüchtlingsströme einkommen, in Polen und in Moldawien. Wir haben dort Empfangszentren besucht. Wir sind aber auch die humanitäre Hilfe, die die Schweiz leistet, wo hunderte von Tonnen Material, Hilfsgüter angeliefert werden. Die Logistikstützpunkte sind wir ebenfalls anschauen. Haben Sie dort vor Ort auch mit Leuten reden und was haben Sie erzählt? Ja, wir sind direkt an der Grenze gesehen, sind ja vorwiegend Frauen und Kinder, die einkommen. Alle Männer zwischen 18 und 60. Und das wird sehr streng kontrolliert von den Ukrainern bei der Auswanderung. Die müssen im Land bleiben, um das Land zu verteidigen. Also kommen vor allem Frauen und Kinder. Und wir haben die Möglichkeit gehabt, dort auch mit Familien zu reden, mit Dolmetschern. Die meisten können nicht Englisch, reden Ukrainisch oder Russisch. Und wir haben mit denen können längere Gespräche führen. Und man sieht diesen Leuten das auch an, die Anspannung im Gesicht. Man muss sich das vorstellen, die lassen die Familien zurück, die Männer zurück, die Häuser zurück, das Hab und Gut zurück. Und man sieht es nur schon an den Gesichtsausdrücken, wie extrem bewegt und angespannt dass die Leute sind. Die Schweiz selber hat bereits auch schon viele Flüchtlinge aufgenommen. Wie sieht man da die weiteren Perspektiven? Ja, ich glaube, ganz entscheidend ist natürlich, wie der Krieg weitergeht. So wie es im Moment aussieht, eskaliert das Ganze weiter. In Moldawien, wo ich gesehen habe, dort ist ein Fussmarsch. Von Moldawien weg ist die Hafenstadt, die am Schwarzen Meer liegt, Odessa. Dort erwarten wir riesige Angriffe. Dort, wo wir vor Ort gesehen sind, hat es eine riesige Armada gehabt von Kriegsschiffen, wo bereits stationiert waren. Einzelne russische Raketen sind schon auf die Stadt abgeführt worden. Und dort ist es so, dass allein diese Stadt 1 Million Einwohner hat. Also die Flüchtlingsströme, wenn der Krieg nicht schnell hört, werden noch was massiv weiter zunehmen. Auch Polen erwartet, wenn das so weitergeht, dass die Flüchtlingszahl für Polen von 2 auf 4 Millionen hochgeht. Und das ist also seit dem Zweiten Weltkrieg haben wir noch nie eine solche riesige Flüchtlingsströme gehabt innerhalb von Europa. Das ist sehr bedrückend. Und ich denke, am Ende des Tages ist der Frieden. Es braucht irgendwann Friedensverhandlungen. Ich weiss, dass das im Moment ein bisschen ein Wunschdenken ist, aber es wird nicht gehen, dass man, ohne dass man endlich versucht, auch zwischen diesen Streitparteien zu vermitteln.